So, your name? My name is more difficult than the question. Okay, okay. Jari. Panama lady, Jari. Jari. And ¿qué es bueno a couchsurfing? ¿Qué es lo bueno de couchsurfing? Gracias. Lo bueno de Couchsurfing es que puedes establecer una amistad duradera durante mucho tiempo y compartir con esa persona aunque ya no la veas más o que no estés viviendo en la misma ciudad de esa persona. So, eso es. ¿Qué es malo? ¿Qué es lo malo? Lo malo de Couchsurfing es que, bueno, a veces tienes personas que pierden el sentido de lo que es verdaderamente Couchsurfing y solo están por algún interés personal y no en realidad por compartir con personas de otras culturas o de otros países. Ok, gracias. De nada. Prost, Gregor. Rick and Morty, Horst. Willkommen bei den Biertauchern, Folge 161 am 16. Juni 2014 und das Ganze mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Danke an dieser Stelle. Und auch an dieser Stelle herzliches Danke an unseren Dauerflatterer Bernd Schlapsi, der uns wirklich jetzt schon seit über 100 Folgen, glaube ich, konstant flattert. Ja, danke schön an diese Stelle. Ja, und noch einmal besonderes Danke an unseren Sponsor auch, weil er hat uns kleine Präsente, Jörg, der Sponsor. Hat uns kleine Präsente zugeschickt, nämlich Knirps, also Regenschirme, zusammenfaltbare Regenschirme. Und mit folgender Widmung: Liebe Biertaucher, bei gutem Schlechtwetter helfen euch hoffentlich unsere Schirme und bei schlechtem Schlechtwetter die Zypresse. Liebe Grüße, Jörg. Dankeschön, freuen uns sehr, sowas danke, kann man immer Jörg gebrauchen, gerade als Freiluft-Podcaster. Ja, dann komme ich zur rituellen Frage. Gregor, hast du was erlebt? Ja, erlebt. Ich war eher auf der Couch, aber habe da zumindest einen Film Surviving the Game gesehen und eine Cartoon-Serie namens Rick and Morty, die ich gerne empfehlen würde. Ist das die, von der du mir schon letztes Mal erzählt hast, die dich so abends nach einem harten Arbeitstag entspannt? Durchaus. Durchaus die. Was hast du erlebt? Ich habe das Mikrofon, was mir der Michael Eder netterweise geborgt hat, schon sehr lange, habe ich jetzt in freier Wildbahn ausprobiert hier im alten AKH und habe Couchsurfer interviewt. Je nachdem, wie deine Schnippelkünste sind, haben wir sogar jetzt ein kleines Intro davon gehabt. Mhm. Den Rest finden Sie verlinkt in den Shownotes, beziehungsweise hinten dran gehängt, die kürzeren Interviews an dem Podcast. Sehr gut. Und was habe ich sonst zusammengebracht? Mehrere Tech-Meldungen gesammelt. Mhm. Außerdem endlich PGP installiert, also GNU PG. Ah, ja, wirklich, die Desktop-Variante, also als Plugin für dein E-Mail, als Plugin für Thunderbird, dadurch wieder von Gmail mehr auf Thunderbird zurückgeschwenkt. Ja, der E-Mail-Client von der Mozilla Foundation. Ja. Oder ehemals, oder? Sind jetzt ausgegliedert. Aber da war was, ja. Sie haben ja auf jeden Fall sich irgendwie zurückgezogen aus der aktiven Entwicklung. Und zum Thema schöner Leben kann ich beitragen, dass ich XCOM gespielt habe, und zwar Open XCOM. Oi, oi, oi. Mit Original-Files. Ich kenne auch XCOM-Fans und ich weiß, das kann noch länger dauern. Und da kann ich ein bisschen darüber berichten. Okay, schön. Und sonst jede Menge Techie-Meldungen. Ja, Techie-Meldungen, starten wir doch gleich mal mit Techie-Meldungen, oder? Ich habe da auch ein paar, so unkategorisiert irgendwie. Wir haben die Ortsangabe vergessen. Wir befinden uns ausnahmsweise im Hof 5 vom alten AKH, weil im Hof 2, wo wir normalerweise sind, grölen lauter Fußball-Zuschauer-Fans. Ja, die haben dort Public Viewing im Hof 1 und das schallt bis in den Hof 2 hinüber. Definitiv. Also wir sind ein bisschen versetzt, aber nicht stark. Also falls seit 161 Folgen jetzt erstmals mein Aufruf gewirkt haben, dass wildfremde Leute spontan beim Podcast dazu kommen, die haben wir jetzt leider vermisst. Ja. Tut mir leid, Burschen. Höhere Gewalt. Wir sind nicht mehr erreichbar. Ja. Wir können natürlich durch alle Innenhöfe gehen, das AKH, bis ihr uns findet. Lebendige Geocaches, obwohl wir sind ja nicht mal verortet. Doch, ich habe irgendein Google Track Me Alltime App, aber ich habe es nicht public geschaltet. Also bei der NSA. Ja, was haben Sie mal mit Flugzeugmodus sowieso dann? Am Off. Du, als erste Story würde ich gerne kurz nur bringen, was mich interessiert hat. Valve, wieder mal eine Valve-Story. Ja. Valve, du weißt, die Firma, die hinter Steam steht. Mhm.
Und okay, die zeigen ja in letzter Zeit vermehrtes Linux-Engagement mit TeamOS und so. Und da hat es jetzt einmal so eine Realauswirkung, zumindest der Story nachgegeben, das habe ich auf Heise Open gelesen, dass die nämlich zusammen mit LunaG, einer anderen Firma, den 3D-Support für OpenGL verbessern wollen. Höret, höret. Mhm. Und dafür sorgt eine Technik namens Classy Mesa, ist eine Erweiterung für Mesa 3D und soll dann glaube ich, im Endeffekt Mesa 3D dann auch ersetzen. Richtig, das ist so die Story. Ich meine, die Valve geben Geld dafür her, dass da weiterentwickelt wird. Und das sind halt die Sachen, auf die ich dann mehr schaue als Ankündigungen von Steam-Maschinen oder anderer Hardware. Wenn hier jetzt mal, das bringt konkret dann richtig. Und da kann man sich auch vorstellen, okay, Grafiktreiber, großes Thema immer schon gewesen. Ich meine, nicht umsonst hat der Linus Torvald. Also Valve, wenn ihr jetzt zufällig deutsche Podcasts hört, festes Schulterklopfen von uns, weiter so pushen. Ne? Macht mal weiter und lasst euch nicht verdrießen, wenn es nicht gleich rollt, das Geschäft mit SteamOS. Ja. Wobei, ich glaube, zum Thema Geschäft unter SteamOS, oder zumindest unter Steam, Civilization 5 ist auf Linux rausgekommen. Ja, also ein proprietäres Spiel. Und zwar wurde das von einer Firma portiert, die sonst Mac-Portierungen macht. Mhm. Und was ich so auf Reddit und so gesehen habe, wurden die sehr gelobt für ihre Portierung. Also das ist kein Wine und kein Rapper, sondern sie haben eine Native-Portierung gemacht. Und auf Reddit hat dann einer ganz stolz gepostet, da gibt es einen Sub-Reddit Linux Games. Ja, die 7 von den Top 10 Selling Steam Games sind schon auf Linux und go, go, go. Und so. Ja, vollkommen zu Recht. Ich meine, Civilization ist echt eine große Reihe. Also das sind meine ich ja unter so diesen Realauswirkungen. Wenn man sieht, okay, Spiele kommen raus, Treiber werden verbessert, dann kann man das durchaus positiv bewerten. Also bei Civilization kenne ich persönlich schon einigste Leute, die sich darüber sehr freuen. Dass Civilization 5 jetzt auf Linux gekommen ist. Ja, und ohne Ding. Ich meine, ich glaube, diese Wine-Lösung und so hat im Endeffekt dann eh auch nicht schlecht funktioniert. Das haben sie auch schon ziemlich optimiert und so. Aber ich meine, schlägt natürlich immer nativer Support. Ja. Wobei man dazu sagen muss, es gibt ja schon auch für jedes Betriebssystem seit urlanger Zeit den Port FreeSIF. Ja, richtig. Das ist ein freier Nachbau, sogar mit Mods und so, der jetzt spieltechnisch nicht irgendwie schlecht ist, aber bekommen, ja, stimmt. Wer halt das neueste Eye-Candy haben will und der hat jetzt die Möglichkeit, sich das zu kaufen. Mhm. Ja, das war so meine erste. Ja, also ich habe es mir noch nicht gekauft. Du wahrscheinlich auch nicht, oder? Ich bin nicht so der Strategiespiel, Aufbaustrategie, Maus-Spieler. Mhm. Ich bin eher der Gamepad. Alles klar. Faule. Sogar zu faul, ein Empire am Schreibtisch aufzubauen und dann als König so mit einer kleinen Papierkrone Maus zu klicken. Instant Empire. Ja, okay, wenn ich gefrustet bin, schnell den Controller aus der Hand und ins andere Zimmer und wieder Schluss. Zum Thema Projekte, die funktionieren, kann ich berichten, dass ich 60 Euro gelöhnt habe, um die Krautreporter zu supporten. Das, glaube ich, hast du das letzte Mal schon erzählt. Und die haben auch tatsächlich jetzt ihre Million oder was sie haben wollten, haben sie zusammengebracht. Was ja laut Berichten irgendwie durchaus aufregend war zu beobachten, weil ein paar Tage davor war es noch super dahinter. Ja, sie haben gleich vom Augstein, also vom Spiegel, Besitzer, kann das sein, eine ziemlich große Spende gekriegt und einige Großspenden auch eingeheimst. Und dann ist das nochmal ins Rollen gekommen. Das ist ein typischer Effekt, den man manchmal sieht, so die letzten Tage sind dann entscheidend. Ich will es nicht scheitern lassen. Genau. Und dann pumpt man die Großmami an. Wenn man es gut geht, eine Eigendynamik. Und es ist im Spiegel von dieser Woche ein schöner Artikel über journalistische Alternativen, kann ich sehr empfehlen. Und da reden sie ein bisschen über die Krautreporter und auch über andere deutsche, also Medien-Startups. Mhm. Und sie gehen ein bisschen ausführlicher ein auf das Vorbild der Krautreporter, nämlich auf die holländische, ich habe den Namen vergessen. Wir haben es in Verfolgen besprochen, kann ich mich erinnern. Du hast das so, also so Online-Reporter sozusagen, anzeigenlose, direkt zu Kundenredaktionen. Mhm. Und ja, kann nur hoffen, das setzt sich durch und die finden da ihre, also sie sind anscheinend jetzt so in der Startup-Experimentierphase, wo man schaut, wie geht das überhaupt, auch finanziell.
Und ja kann man nur wünschen, dass viele Leute das auf jeden Fall mal als Zeichen, dass sich das als zumindest das Medium jetzt mal erfolgreich hat. Und das eine Mechanik, die man immer wieder bei den Medien beobachtet, es gibt halt so zwei Strömungen. Du stellst dich als Medium auf und möchtest einen gewissen Spektrum an Inhalten oder Reportern irgendwie bereithalten für ein Publikum. Das Publikum hat manchmal so Also so die Totalversorgungszeitung, die Sport und Politik hat und alles. Und sich auch absetzt gegen überhaupt andere Medien. Du liest das Medium, du weißt, okay, das Medium steht für das und das. Und es gibt natürlich die andere Strömung vom Kunden aus, was jetzt in letzter Zeit, die letzten Jahre und so, halt immer stärker wird, das Aggregierungsbestreben. Das heißt, ich hätte gern mehrere Quellen und aggregiere mir dann den Inhalt rein. Aber also praktisch, was mein Feedly oder Feedly, also praktisch ein RSS. Genau, richtig. Wie heißt das eigentlich korrekt? Aggregator? RSS-Feed-Aggregator. Feedreader, was früher der Google gehabt hat. Genau, was jetzt mein. Aber das ist, muss kein Widerspruch sein. Ja. Also mal schauen, was sich da alles in nächster Zeit ergibt. Bleibt, glaube ich, weiterhin spannend. Also was man bei allen diesen Crowdfunding-Pitches dann hört auf diversen Crowdfunding-Plattformen für so Journalismusprojekte, ist halt, dass das meistens junge Journalisten sind, die schon einmal in einer etablierten Zeitung gearbeitet haben sozusagen. Und die sagen, dass halt Zeitungen nicht für den Leser geschrieben werden, sondern nur um Klicks in die Höhe zu treiben. Und da wird halt geschaut, ja, wie kriege ich am meisten Klicks, weil die Klicks verkaufen dann Werbung und machen den Verleger glücklich und dann werden halt so Artikel geschrieben wie die 10 besten Tipps, um erfolgreich... Diese Listen. Ja, das... So. Da gab es ja auch dieses Heftig.de oder so. Und dann überhaupt so Robo-Journalismus, der dann von irgendwelchen Algorithmen dann wieder zusammengesucht wird und der Redakteur ändert ein paar Satzzeichen und... Böse. Ja. Zeit jenem wertvollen... Aber Biertaucher-Hörer, die ja sich spezialisiert sind auf spezialisiertesten Content aus der Nerd-Ecke, die haben da sicher Verständnis dafür, dass man ein bisschen was Besonderes will, ne, für seinen Medienkonsum. So, eine zweite, schon ziemlich belanglose Technikwellung, aber irgendwie ist mir doch aufgefallen, dass Google jetzt eine freie PDF-Bibliothek veröffentlicht, namens PDFium. Und sie wird unter einer BSD-Lizenz stehen. Aber kannst du mir sagen, was das Besondere ist? War PDF nicht immer ein offenes Format? Also das, bis was jetzt hast du schon proprietäre Anzeiger, glaube ich, gebraucht als Plugins, meistens von Adobe, weißt du, für... Aber sogar LibreOffice und so kann doch PDF exportieren, oder heißt das nichts? Schau, das heißt doch was. Das ist ja das, was ich gleich zur Sprache bringen wollte. Es gibt GPL-lizenzierte Bibliotheken, die PDFs verarbeiten können, sehr gute. Eine, über die ich immer gestolpert bin und die ich auf viel verwendet habe, war die LibPoppler. Mhm. Das ist auch eine Empfehlung für eine GPL3 lizenzierte gute Windows-PDF-Anzeiger-Software namens Sumatra-PDF, die zum Beispiel auf LibPoppler aufbaut, die fast nichts kann, aber wahnsinnig schnell ist beim Anzeigen. Mhm. Also das ist wirklich ist ein kleiner Geheimtipp, vielleicht ist er gar nicht so geheim. Und ja, aber sie weiß eh, wie das bei großen Konzernen ist. Egal, ob es freie Möglichkeiten ist, sie wollen wahrscheinlich mehr Kontrolle drüber haben, entwickeln das, geben der Open-Source-Community den Brocken auch ein bisschen ab irgendwie. Aber ja, ich weiß auch nicht, warum man dieses Problem jetzt doppelt und dreifach lösen muss. Aber Also du meinst, Google hat da nicht was grundlegend Neues erfunden? Nein, das kommt aus der Story auch nicht heraus. Sie haben sozusagen nur ihre Inhouse-Engine, die sie sowieso hatten, frei lizenziert jetzt. Richtig, genau. Mhm. Also mehr ist es nicht, weil es kommt ja jetzt schon beim Chrome schon längst zum Einsatz. Und okay, ja. Aber immerhin haben sie wieder ein Stück Software befreit. Und ja, richtig, zumindest unter BSD-Lizenz. Also. Freiheit inkludiert ja auch, dass du Sachen, die du nicht brauchst, kriegst. Nutzt nichts, schaut nichts. Ja. Also unter dem muss ich sagen, ich kann jetzt keine große Aussage darüber machen, was sie damit planen, warum sie das jetzt wirklich nochmal machen und nochmal erfinden. Sollen sie es tun? Und ja, wenn die Lizenz wenigstens nicht ganz closed ist, dann ist ja schon da mal was gewonnen. Ich habe was vergessen vorhin, was ich noch live erlebt habe, was ich gleich einflechten kann. Ja. Ich habe mich aufgerafft, am Sonntagabend ins MetaLab mich zu schleppen, obwohl ich schon keine Lust mehr hatte, weil da war PyUGA, Python User Group Austria. Und dann habe ich es genau einen Vortrag lang ausgehalten, der war auf Englisch von einem polnischen Typ. Ja, ich bin leider sonntagsabend nicht mehr sozial, da will ich eigentlich nur noch horizontal sein. Ja, ich habe gedacht, da bist du jetzt so oft nicht hingegangen, das ist extrem deppert, wenn du das jetzt auch wieder versemmelst. Und
Ich wollte eigentlich, weil in Berlin jetzt die Europython ist, habe ich gedacht, ich finde da jetzt irgendwelche Leute, die dann mir sagen, wie ich da am besten ein Zugticket rauskriege. Habe ich aber alles nicht gefunden, sondern stattdessen war ein sehr schöner Vortrag von einem polnischen Typen. Okay. Und zwar über PL, also Python PL, also über eine polnische Python-Konferenz, die jetzt anscheinend sehr an Fahrt gewinnt und mehrere, laut seinen Angaben, mehrere internationale Teilnehmer und Speaker anzieht, also sowohl aus der Ukraine als auch aus dem Westen und sozusagen eine, sie wollen nicht Euro-Python sein, aber es ist eine überregionale Python-Konferenz jetzt schon und mit Tracks rein in Englisch und so und bla bla, schön. Workshops und das Ganze sehr billig, also für 3 Tage, wenn ich das richtig kapiert habe, 80 Euro mit Vollpension, Hotel und so. Das ist echt preiswert. Ja, weil sie, und sie haben gesagt, ja, wie machen sie das? Sie haben sich mit Ruby und anderen großen Konferenzorganisatoren, Communities halt zusammengetan und haben dann gemeinsam Hotels gesucht und haben dadurch gute Kooperationen. Sehr schön. Preise gekriegt. Ja. Und jetzt habe ich mir überlegt, okay, ich habe zwar nur diesen einen Vortrag gecheckt, aber das habe ich mir jetzt überlegt, da werde ich jetzt schauen, ob ich das zusammenbringe, da ein Ticket zu kaufen, weil das ist... Also es war auch schön erklärt, wie man von Wien hinkommt und so. Und haben wir gedacht, ja, man kann nie genug Python-Konferenzen haben im Leben. Ne? Ja, richtig. Besonders eine, die auch so realistisch dann noch zu erreichen ist. Also relativ, sage ich mal. Ja, also von Wien, glaube ich, 4 Stunden. Also war sogar näher als Berlin. Ne? Eben. Das ja, also top. Moral der Geschichte auch, wenn man sehr müde ist, sich trotzdem ins MetaLab schleppen. Es zahlt sich aus. Es zahlt sich aus, auch wenn man nur einen Vortrag anhört. Apropos MetaLab, hast du nicht noch eine andere Story lanciert über das Couchsurfer-Treffen? Ja, das hat aber nichts mit MetaLab zu tun, sondern da war ich hier verlesen. Im alten AKH. Okay. Aber erzähl du vielleicht was, weil das wird länger und ich habe dann mehrere Interviews noch. Ich noch irgendwas. Ich habe ansonsten... Ja, eine Geschichte, weil sie halt so... Ach, ich kann mich nicht einmal drüber aufregen, weil da wahrscheinlich noch irgendwelche großen Prozesse gestartet wurden. Die IKEA geht gegen das Blog IKEA-Hackers vor. IKEA? Ja, wegen... Die Hersteller deiner Couch? Ja, ich hab gar nicht so viel von IKEA. Ach so, ja. Ja. Es geht aber so. IKEA-Hackers ist ja ein sehr herziges Blogging, war schon seit Jahren. Und was machen die? Gefälschte Zusammenbauanleitungen, oder? Alternative. Was kannst du aus deinen Produkten von IKEA, die du machst, andere Sachen bauen? Also so wie aus Lego, die viel lustigeren Alternativen. Aber oft auch, oder eigentlich meistens mit praktischem Anspruch. Also aus einem Sessel wird dann ein, weiß ich nicht, Kleiderständer oder andere Sachen, was sich halt ausgeht. Und lass mich raten, IKEA mag nicht, wenn der Name IKEA wo auftaucht, wo sie selber nicht Durchgriff haben. Richtig. Und deswegen haben sie gleich mal mit Unterlassung Drohung irgendwie hingeschrieben, haben sich dann aber außergerichtlich geeinigt. Sie dürfte den, also das ist, glaube ich, eine Betreiberin, die diesen Blog betreibt, sie dürfte das unter dem Namen weiter betreiben, allerdings dann keine Werbung mehr schalten. Mhm. Und dadurch, also, dass das aber ihre Hauptbeschäftigung ist, das kein gangbares Modell, sie wird sich jetzt einen anderen Domainnamen nehmen und fertig gegessen ist die Geschichte. Wir im Westen haben ja keine Zensur. Richtig. Und es ist halt so eine Story, immer, weil es ist schon schwer, das ist ein Ding, es ist halt IKEA und da werden die automatische Anwaltsapparat wahrscheinlich so auf Knopfdruck eingeschaltet worden sein und da seinen Lauf genommen haben. Was sie gesagt hat, ist ganz richtig irgendwie, es wäre ja nett gewesen, einfach mal so miteinander zu reden, ohne dass einmal gleich eine Drohung vorausgeht. Wie wir aber wissen, läuft das einfach nicht so. Da bin ich auch schon fatalistisch genug, um das so zu sehen. Aber weißt du, jetzt irgendwann werden ja dann andere Planeten besiedelbar und wir Guten und Leibenden wandern dann aus mit so Raketen und da gründet man dann eine neue Zivilisation ohne Rechtsanwälte und nur mit so, jeder ist bewaffnet. Ja, kommt ein neuer Alpha Centauri-Teil raus. Genau. Und dann wird alles leer und dort bauen wir dann die neue Gesellschaft auf, die was ohne Namensstreiten aufkommt. So. Aber hier diese auf dem Planet, das kann schon. Das kann man schon vergessen. Ja, vielleicht selber Planet, andere Realität. Aber dazu werde ich später was erzählen. Wobei, das war jetzt eine schöne Überleitung von dir. Selber Planet, andere Realität. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, hier Couchsurfer interviewt. Und zwar haben die mittlerweile, haben sie mir gesagt, täglich hat die Couchsurfer Wien-Gruppe irgendein Treffen, was ich recht tüchtig finde. Mhm. Und eins war halt hier im alten AKH, im Lernplatzl, das ist ein bisschen schwer zu finden, im Hof 1. Also es sind so Bänke und auf allen Seiten von Hecken umgeben. Und Entschuldigung, Studierplatzl heißt das. Und haben sie halt mehrere Leute getroffen. Ein paar Interviews haben sie jetzt möglicherweise schon gehört, beziehungsweise hören sie im Anschluss. Mhm.
Und einer hat mir dann, der schon sehr lang dabei war, ein bisschen erzählt von der Geschichte von Couchsurfing und wie die Community halt interagiert hat. Was sind die von Couchsurfing? Ich meine, was ist Couchsurfing? Also du hast eine Internetplattform, die heißt couchsurfing.com, mhm, und dort kannst du dich eintragen, entweder dass du irgendwo übernachten möchtest oder dass du ein Bett oder ein Zimmer frei hast und oder ein Couch und jemanden bei dir übernachten lässt. Und das ist natürlich sehr beliebt bei jungen Leuten, die gerne reisen und beim Hotel sparen wollen. Das ist eine gute Option. Und nachher hast du dann so Bewertungssachen, wo du halt dann so Kommentare über den Gast oder über den Gastgeber hinterlässt. Man kommt und lernt Leute kennen. Ganz also genau. Das ist eine gute Geschichte. Gute Sache an sich. Und es waren jetzt zwei Sachen. Also einerseits, die haben dann auch so Art, sind sozusagen ihr eigenes Facebook, wo sie dann eigene lokale Gruppen und Communities haben und Postings und so. Mhm. Und da haben sich halt in Wien haben sie früher monthly Meetings gehabt, monatlich. Ja. Und das irgendwann haben es dann Kunden, die Ungarn können tägliche Meetings machen oder wöchentliche, und das wollen sie jetzt auch. Mhm. Und derzeit sind sie sogar so weit, dass sie tägliche Meetings haben. Und zwar hat sich das aufgesplittert in verschiedene Interessensgruppen. Und es gibt ich habe jetzt nur eine erlebt, da wurde hauptsächlich Englisch geredet und Deutsch. Okay. Einfach so, weil es sich halt ergeben hat von den Leuten, die da waren und wie die Leute halt miteinander interagiert haben. Aber man hat auch zum Beispiel, habe ich mit zwei welchen gesprochen und plötzlich sind draufgekommen, dass beide Finnen waren. Dann haben sie auf Finnisch weitergequatscht, war halt für die Umstände sehr lustig. Und zwei, eine aus Panama und eine aus Indonesien, haben dann miteinander Italienisch geredet. Das ist halt ganz, ganz witzig. Ja, ja. Und in Wien gibt es sozusagen eigene Sprachsubgruppen. Also sie haben erzählt, die Russen, die treffen sich einmal der Woche in dem und dem Restaurant, und dann gibt es einen, wo halt sozusagen jeder Tisch eine Sprache hat, und du tust wie beim Speed-Dating, gehst du dann von Tisch zu Tisch, um halt deine verschiedenen Sprachskills und die Leute mit der Sprache zu treffen und zu üben. Und dann ist das auch sehr beliebt jetzt bei Leuten, die Deutsch lernen wollen, weil sie halt aus irgendeinem Grund in Wien sind und Gesprächspartner auf Deutsch interessant suchen. Interessant, dass es einen sprachlichen Fokus hat. Aber wahrscheinlich, ja, aber es wurde auch fleißig Bier getrunken und manche sind dann Fußball schauen gegangen. Also es war alles sehr locker und sehr, sehr nett, und ich kann es eigentlich sehr empfehlen. Also und werden bei diesen Treffen dann auch so Realthemen wie, was könnte man verbessern beim Prozess des Couchsurfens, oder geht es einfach nur um Socializing? Also es war meiner Meinung nach 99,9% Socializing. Also die Leute wollten einfach entspannt Bier trinken und ein bisschen plaudern und ein bisschen Reisetipps vielleicht austauschen und so. Aber es war jetzt keine große Agenda oder irgendwie, also in keinster Weise irgendwie organisiert. Und sie haben auch so alle den Eindruck gemacht, als sind sie abends nicht willig, da großartige Vereinssachen abzuspulen, sondern sie wollen da halt sich leibern treffen. Und also die Vorbereitung war eher in der Sinne, ja, einer hat Kerzen mitgebracht und ein anderer hat gesagt, ja, ich bringe die Gitarre mit. Also wir in die Richtung ganz, ganz locker, ne? Und war aber sehr nett. Ich habe dann auch mit einer Couchsurferin geredet, die ist aus London zurückgekommen, also eine Wienerin, und jetzt in London war sie da auch. Sie war halt beruflich in London und hat dann auch irgendwie, weil das halt sehr teuer ist und eine Millionenstadt, halt auch ein bisschen Anschluss gesucht und gesagt, das ist sehr, sehr nett, selbst wenn man jetzt weder Gast ist, noch ein Zimmer zur Verfügung stellen kann, wenn man zum Beispiel selber nur Mieter ist, ist das sehr nett, das einfach als soziale Plattform zu nutzen. Und sie hat gesagt, sie war dann in London sofort in einer Tanzgruppe, und da haben sich halt welche getroffen, die dann im Freien getanzt haben, und das hat ihr halt urgefallen. Und auch so, also wenn du bist du in einer fremden Stadt und kennst dich nicht aus, dann gehst du mal zum Couchsurfer-Meeting und ja, nette Sache. Findest Anschluss. Und ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich es zusammenbringe, ich habe mir schon lange vorgenommen, so ein Couchsurfing-Treffen zu besuchen, und jetzt praktisch über ein Jahr oder so gebraucht dazu. Und ich habe mir gedacht, ich sollte mal auch so ein Multilingual-Meeting ausprobieren, einfach um zu sehen, wie das funktioniert, dass auf jedem Tisch eine andere Sprache gesprochen wird. Ja, und das hat offensichtlich nicht schlecht hingehaut. Also da war das mehr so ein Riesentisch halt mit, wo halt jeder das gesprochen hat, was er gerade können oder wollen hat. War aber auch ganz nett. Ja, und sonst zur Geschichte von Couchsurfing. Also ich fasse jetzt das eine längere Interview zusammen, was nicht in der Sendung ist, sondern was verlinkt wird von den Shownotes. Da hat mir einer gesagt, der halt schon sehr lang dabei ist, dass Couchsurfing nie gedacht war als Non-Profit, oder es hat zumindest nie behauptet, Non-Profit oder Open-Source-Bewegung zu sein, sondern es war einfach so eine kleine Zweck-Community einfach.
Aber es hätte viele Leute gegeben, die dann gesagt haben, ja, euer Homepage ist nicht gut, euer Code ist nicht gut, ich schenke euch meinen Code, also wir machen das besser. Die Community hat sozusagen selber Arbeiten übernommen und sich dann aber geärgert, wie dann irgendwie Couchsurfing als Firma sozusagen Venture-Kapital ans Board geholt hat und sie wollten so ein Business-Erfolgs-Startup sein. Und sich sehr leicht dran ich zitiere wörtlich, naja, selber schuld, wenn man nicht auf die Lizenz schaut, wenn man dem Code schenkt, ne? Aber es hat dann sozusagen ein böses Blut erzeugt in der Community, was ich jetzt nicht mehr aber annehme, dass sehr viele Non-Profits haben, immer ab dem Zeitpunkt, wenn sehr viel freiwillige Arbeit drinsteckt und plötzlich werden Leute bezahlt. Ja, das also ist diese Diskrepanz hast du jetzt unabhängig von Software oder das ist einfach prinzipieller Problem und das sollte man halt von Anfang an klar kommunizieren, wie das gedacht ist oder auch wie es weitergeht. Und zum Thema Businessmodell, also es hat dann eine Zeit lang vom Couchsurfing so einen Verification Service gegeben, ich glaube es gibt ihn immer noch, wo du dann dein Profile verifizieren lassen konntest. Ich nehme an, es ging so, dass du einen Ausweis von dir schickst oder und die schreiben dir dann, also sie verifizieren, ob du wirklich der bist, der an dieser Adresse wohnt. Okay. Und dadurch schaffst du halt sozusagen mehr Vertrauen gegenüber anderen. Also du bist nicht ein Fake-Profil, darum geht's. Verifizierbar. Und das hat ein bisschen was gekostet. Ich weiß jetzt einen genauen Betrag nicht mehr, bitte schauen. Und auf jeden Fall ist, obwohl das sozusagen die einzige Dienstleistung war, ist damit genug Geld reingekommen, um die Seite zu betreiben. Aber das war noch vor dieser Venture-Capital-Sache. Mhm. Und jetzt ist sozusagen nicht ganz klar, wie sie überhaupt Geld machen wollen oder was der Businessplan ist. Sie haben halt sehr viele User, das ist ja allein schon was wert, wenn man die Firma anderen verkauft und mit den User-Daten dann hausieren geht. Das wäre vielleicht aber nicht das gewünschte Vorgehen. Ja, sagen wir so, wir werden ja weltweit mit Datenschutz und so oder ich habe also Facebook wieder Datenschutz als sehr was Europäisches angesehen. Und Couchsurfing könnte Anzeigen schalten, da wurde halt mehrmals überlegt, dass das sozusagen ein sehr spezialisierter Markt ist, die dann Travel-Accessoires oder spezielle Rucksäcke oder Schlafsäcke oder sowas brauchen. Es ist also davon jetzt auch nichts wirklich zu sehen, sondern es ist einfach eine Webseite, die halt irgendwie funktioniert, also wo die auch die User, die es benutzen, jetzt natürlich sagen, na, ich schenke denen keinen Code mehr. Also, und es ist nicht offen, also du kannst nicht einfach auf GitHub Community, aber einen Pull-Request machen. Eine gerade verärgerte Community, die jetzt ja, auch keine große Motivation hat, ich glaube jetzt 90% der Typen, die das einfach wegen der Social-Meeting-Funktion benutzen oder einfach halt den Service benutzen, dass sie jetzt wo mal Zimmer ansuchen oder um einen Gast, interessiert das jetzt nicht, wie die intern aufgestellt sind. Und ja, natürlich. Aber ja, man kann spekulieren, ob die sogar bereit wären, da irgendeinen trotzdem, im Grunde ist das Kernstück trotzdem ihres Services, weil da treffen sich Angebot und Nachfrage. Und da ist es eine Marktplattform. Und es ist sozusagen nicht klar, wie es weitergeht, aber es geht weiter und es gab diverse Forks, was mir auch sehr gefallen hat. Okay. Halt von Leuten, die da verärgert waren und gesagt haben, wir machen das jetzt alles neu und besser. Und eins, das kommt, glaube ich, aus dem Französischen, die haben in Frankreich einen Verein gegründet und der heißt Be Welcome, hat aber jetzt nicht die Masse zusammengebracht, unter anderem deshalb, weil halt Couchsurfing das Kerngeschäft gut genug macht. Also die Leute, die das wollen, gehen zu Couchsurfing. Mhm. Das war dann recht lustig. Also der Interviewte hat dann so ein bisschen geklungen wie so ein Facebook-User, der auf Facebook nörgelt, aber trotzdem noch bei Facebook dabei ist. Also so, und dabei gibt es doch das andere, was das viel besser ist. Und dann hat er gesagt, aber viele Leute sind halt dann auch bei beiden Plattformen und sagen halt, du, dort habe ich weniger User und deshalb habe ich das Profil da auch. Ja. Es ist so, gerade bei solchen Marktplätzen bestimmt einfach auch die Masse. Es ist auch klar, immer so viele, so wie bei Facebook dann auch der Erfolg ist, weil alle halt dort sind. Also sagt genau, man so, ob das jetzt noch so stimmt, lasse ich jetzt mal um. Und sonst das Zweite, was mich interessiert hat, was ich ja versucht habe, auch bei den Fragen rauszukriegen, war, ob jetzt irgendwie speziell Frauen schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie da woanders als Gast sind. Mhm. Und eigentlich größtenteils nicht. Eine hat erzählt, beim
ersten Mal, wie sie das gemacht hat, das war gleich in Paris, war sie und eine Freundin halt Gast bei einem Typen. Mhm. Und der hat dann nachts irgendwelche Freunde zu sich geholt und die haben die ganze Zeit getrunken und gegrölt, also sozusagen ein Zimmer weiter, und das hat sie halt nicht schlafen können. Und es war für sie ein bisschen komisch, also wer es nicht weder die Nation kannt hat, noch die Leute wirklich und was da jetzt passiert. Ist aber natürlich auch nicht angenehm dann. Abgesehen davon, dass Lärm war, ist nichts Schlimmes passiert. Das war sozusagen ihr schlimmstes Erlebnis. Und dann, das habe ich jetzt aber nur von dritter Hand, angeblich haben sich in Wien haben einige Frauen schlechte Erfahrungen gemacht mit Italienern, und zwar als Gast. Okay, als Gast. Okay. Ja, die das halt falsch checken, wenn sie eingeladen werden und dann gemeinsam kochen und dann halt aufdringlich werden oder so. Aha, naja. Ja. Das sind halt so empirische Sachen, die. Ja. Aber sonst waren eigentlich alle sehr, sehr zufrieden und haben gesagt, das ist sehr leiwand. Und jetzt speziell der ja schon lange dabei war, hat gesagt, er tut jetzt auch nicht mehr aktiv bei Couchsurfing da reinposten, weil er kennt jetzt einfach schon so viele Leute dadurch, dass er das jahrelang gemacht hat, dass er die Leute, die er hosten will oder die zu ihm kommen, ihn einfach so anrufen. Mhm. Also die haben dann andere Kommunikationskanäle. Er hat sozusagen sein Netzwerk etabliert. Und das geht dann wahrscheinlich über den Laufe der Jahre. Aber ich würde sagen, trotzdem eine sehr nette Sache, die man ausprobieren oder nutzen sollte. Also egal wie, ob jetzt nur wegen einem Social Meeting oder auch wenn man jetzt sagt, okay, ich kann jetzt nicht in Urlaub fahren. Du hast schon gesurft, oder? Ich habe einmal gehostet, ja, und mehrmals gesurft. Und habe auch immer sehr nette Erfahrungen gemacht. Oh, cool. Also das Schlimmste war bei mir einmal ein Typ, der halt jetzt so für mich ein bisschen langweilig war. Er war relativ nett, aber ich habe halt jetzt nicht viel mit ihm anfangen können. Wir haben dann gemeinsam ferngeschaut. Burning Man. Ja, gemeinsam. Ich habe gedacht, ja, da machen wir jetzt irgendwas, aber er war irgendwie so eher in einer traurigen Phase und wollte halt nur. Das interessiert mich gar nicht näher. Danke. War gerade in der Nörgelphase, okay. Hm. Ja, das heißt halt, aber ich meine, ich hätte auch jetzt nicht. Ja, ja, also. Hast du noch was zu dem Thema? Nein, das war mein Thema. Also, ich hoffe, du tust das eine Interview hinten dran und das andere werde ich verlinken von den Shownotes. Okay, alles klar. Ja, weil wir gerade vorhin, wie sind wir über die Brücke andere Realitäten draufgekommen? Ich weiß zwar nicht mehr, was der genaue Zusammenhang war, aber ich habe eine Serie geschaut, eine Cartoon-Serie namens Rick and Morty, die man sich frei im Netz anschauen kann. Die stammt von adultswim.com. Da kennt man ja von manchen lustigen YouTube-Videos, über die stolpert man immer wieder. Und dort kann man diese Serie schauen, wurde 2013, glaube ich, ausgestrahlt. Also die war schon im Fernsehen, oder? Comedy Central, glaube ich, war der Ausstrahlungsort. Und wie gesagt, man kann sich die Episoden der ersten Staffel, das sind auch die einzigen Folgen, die draußen sind, ohne Probleme anschauen. Und ich fand die sehr lustig und sehr amüsant. Kannst du ein bisschen erzählen, worum es geht? Ja, wie der Name schon sagt, geht es um Rick und Morty. Wer ist Rick? Rick ist ein alter, verbitterter, alkoholsüchtiger, ziemlich durchgeknallter, superintelligenter Wissenschaftler. Und Morty ist sein Enkel. Der ist jetzt, ich weiß es nicht, ich würde mal zwischen 10 und 14 so ungefähr ansiedeln. Eher so um 14 Jahre. Jung-Nerd-Phase. Die ganze Serie nimmt, hat halt als Setting klassisch wie bei Family Guy und wie bei Simpsons eine Familie. Und also der besteht eben aus dem Ehepaar, aus den Eltern. Da ist er eher so ein dauerarbeitsloser, aber nicht unorigineller Typ. Sie ist Herzchirurgin für Pferde. Der Rick ist eben der Großvater der Familie, der Marty der Sohn der Familie, und dann gibt es noch eine ältere Schwester, die auch mit Schulzeug und typischen Problemen des Heranwachsens konfrontiert ist. Und ähnlich wie bei Zurück in die Zukunft ist es so, dass der Rick immer den Marty zu den ausgeflipptesten Abenteuern mitgibt. Er hat so eine Portalpistole, da kann er sich in andere Realitäten reinschießen. Kennt man doch von irgendeinem Half-Life-Nachfolger, oder? Ja, so Portal-Cannon, genau. Und da können sie reinhupfen. Natürlich ist das den Eltern nicht zurecht, er verpasst ziemlich viele Schulstunden und so. Dann geht er mit dem Großvater auf Abenteuer sozusagen. Auf Abenteuer, richtig. Und ja, es ist eine sehr witzige. Es hat ein bisschen was von Futurama, dadurch diese Parallelwelten werden immer sehr
Also von ganz verrückten, abgedrehten Realitäten bis so sehr ähnlichen Realitäten wird halt alles durchdekliniert. Es gibt einen Haufen von Anspielungen auf andere Filme. Also eine ganze Folge setze ich mich Inception mit diesem, ich tauche in den Traum anderer Leute ein. Oder in einem anderen, da müssen sie irgendwie einen Pflanzensamen stehlen, um irgendwas Tolles zu bewerkstelligen. Und es wird dann immer abgedrehter im Laufe der ersten Staffel. Ich bin neugierig, ob sie es schaffen, dieses Tempo und dieses Erzähltempo weiterzuhalten in der zweiten Staffel, weil so viel drinnen steckt. Und der Rick ist halt auch ein köstlicher, ist gut gesprochen. Und dadurch, dass er halt immer Alkohol trinkt, dann rülpst er halt immer zwischendurch. Also ein Kompliment an den Synchronsprecher, wie er das durchsteht. Also ihn fließend zu reden und zu rülpsen, das wäre für mich schon fast unmöglich. Und er ist halt auch ziemlich, schon natürlich einerseits liebenswert, aber es richtet sich schon auch an Erwachsene. Also, also ist jetzt nicht für Kinder? Nein, in dieser Serie sterben Menschen und auch aufgrund von Rick und Martys Aktionen. Also praktisch ein Zeichentrick für Erwachsene, also Futurama mehr. Ja, richtig. Okay. Also Futurama ist, fand ich ja auch sehr witzig, hat aber ein deutlich familienkompatibleres Konzept. Also da geht es jetzt schon auch teilweise wirklich zur Sache und der Rick ist zum kleinen Marty halt wirklich manchmal furchtbar gemein. Das muss man leider sagen. Er ist wirklich böser Opi. Und ich glaube, es sind insgesamt 10 Folgen und ich kann es empfehlen. Ich meine, kostet nichts. Die Folgen dauern, glaube ich, so 25 Minuten, also ganz normale Länge. Und man kriegt einfach irrsinnig viel aufs Auge aufgedrückt. Und wenn man gerade so auf Science-Fiction-Show steht und so, dann hat man da wirklich alles drin, was man sich wünscht. Also wirklich gut. Eine Empfehlung. Okay, jetzt muss ich mal. Jetzt habe ich nach 161 Folgen zusammengebracht, auf Google Plus offline meine Themenliste dazu haben. Also das ist jetzt heute aller, noch einen Bug-Report teilen. Genau, Plus. Das geht der doch nicht. Allerbestens vorbereitester Podcast ever. Besser wäre es doch, ja. Ja, von unserem Jörg Wukonik haben wir folgende Links bekommen: http://hackerspaces.org Wiki Austria und hackerspaces.org Wiki Germany. Ja, stimmt, genau. Eine Liste von Hackerspaces. Ja, und darauf kann man sich dann auch irgendwie auch zum Vernetzen dieser, ich weiß nicht, ich muss noch genauer anschauen, hast du es durchgeblättert? Nicht sehr, aber ich werde es jetzt einfach in die Shownotes reinpfeffern und ich werde es weiterschicken an den Typen, der im Burgenland einen Hackerspace machen möchte, Leopold. Super. Ich hoffe, von dem gibt es bald ein Update. Ja, dann habe ich aufgeschrieben, 10 Jahre Bildblock, der Film. Genau, das war ein Nebenprodukt der Republika. Da habe ich irgendwie im Netz so lange herumgesurft, bis ich dort bicken geblieben bin. Und da geht es eben um den Stefan Niggemeier. Ja. Und der hat ja mit Bildblock.de angefangen, wo sie einfach auf das Bild aufpassen. Schon, genau, richtig. Und da gibt es eben einen sehr schönen Film, wo sie sehr selbstironisch eben... Okay. Zeigen, was da passiert ist. Gerade zum freien Anschauen im Netz. Ja, ich habe es auf YouTube gefunden. Also die YouTube, was ich gefunden habe, war die Republika-Veranstaltung, in der sie dann diesen Film gezeigt haben. Ich nehme an, man kriegt nur den Film auch irgendwo direkt auf YouTube. Mhm. Ich werde es verlinken in den Shownotes und mir hat das sehr Spaß gemacht. Also wie drei kleine Normalos sozusagen. Eine riesige böse Zeitung. Gescheit auf die Finger klopfen. Dann würde ich freuen, dass der Stefan Niggemeier auch bei den Krautreportern involviert ist. Dann, was habe ich da? Tesla, Auto gibt Patente frei. Tesla, amerikanischer Elektroautohersteller, eigentlich so das große Kick der Szene, weil die einzigen Stories, die man so in Tech-Blogs liest, sind meistens Tesla-Autos. Ja. Und es wurde in den Medien dann kolportiert, dass er hat seine ganzen Sachen geopen-sourced und das stimmt aber nicht, zumindest nicht nach heise.de, sondern er hat ihm de facto nur gesagt, also er veröffentlicht die Patente und er wird andere Firmen nicht verklagen, wenn sie die Technologien nutzen. Er hat die jetzt aber nicht unter eine freie Lizenz gestellt oder zumindest noch nicht, Stand vor ein paar Tagen ist das. Das Revolutionäre, was sozusagen darüber geredet wurde, dass er das im Silicon Valley gemacht hat, wo sozusagen die IP und die Patente viel wertvoller sind als das, was wirklich in der Firma drinnen steckt und das Geschäftsmodell eigentlich ist, dass du halt irgendwas machst, dadurch sehr schwammige Patente dann dir kreieren lässt und damit dann wieder als Verhandlungsmasse
irgendein Merch machst, wo dann die Patente gegenseitig okay, halt aufgerechnet also wird. Selbst dieser Schritt, der eigentlich nicht wirklich der richtige ist, weil du dich ja wieder dieser Firma vertrauen musst und wem diese Firma gehört, in Zukunft weiß keiner, dann ja. Aber es ist anscheinend trotzdem wird als positives Zeichen gewertet, weil Silicon Valley so noch restriktiver ist. Also er hat sozusagen eine kulturelle Revolution ausgelöst im Silicon Valley. Gut, was habe ich noch? Warum Age of Wonders 3 ohne Publisher publiziert wurde oder publiziert wird. Age of Wonders ist ein Fantasy-Strategiespiel. Okay. Hexfeld, sehr, sehr gut. Geht jetzt in die dritte Runde und ich habe im Netz da einen schönen Artikel entdeckt, wo ein Developer davon erzählt, dass sie eben, ich glaube, jahrelang, 9 Jahre oder so, lag die IP, also die Marke bei irgendeinem Publisher, der dann im Endeffekt nichts damit getan hat, sondern es wurde halt mehrmals pleite gegangen, ist hin und her verkauft worden etc. Und sie haben jetzt das halt sozusagen wieder zurückgekauft, also Triumph, ein holländisches Studio, und die werden das jetzt selber publizieren, weil sie sagen, in Zeiten wie diesen brauchst du jetzt nicht mehr unbedingt einen Publisher. Also sie sagen nicht, dass Publisher schlecht sind, aber sie wollen es diesmal ohne probieren. Das ist halt ein alternativer Ansatz. Viel Glück. Viel Glück, ja. Und außerdem haben sie geschafft, also wurde bestätigt, ein Linux-Port wird es auch geben. Fein. Worauf ich mich schon sehr freue. Okay, was habe ich dann? Smartphone-Trojaner ab Werk, eine Future-Zone-Meldung, dass ein Galaxy S4-Imitat schon inbuilt einen Trojaner hat. Ja, das ist so Hardware mit eingebauten Trojanern. Das wird, schätze ich einmal, hoffe ich, eigentlich kann man es nicht hoffen, aber meine Schätzung ist, dass es uns in Zukunft öfters passieren wird, dass solche Stories kommen. Die Hardware schon mit Trojanern. Ja. Also das, ich werde das mal als gutes Zeichen, dass es jetzt entdeckt wird. Du hast keine Meldung mehr, weil ich jetzt so meine Meldungen runterlese. Ja, ich habe dann nachher noch eine Geschichte von dem Film, aber das kannst du ja mal. Okay. Mach mal den Tech zu Ende. Weil Microsoft Update Fail, eine Future Zone Story wird verlinkt in den Shownotes. Und zwar Microsoft Office hat irgendwie ein Update gemacht, das dazu führt, dass du Microsoft Office nicht mehr benutzen kannst. Ach ja. Das wäre natürlich ein bisschen Schadenfreude, kann ich mir nicht verkneifen. Gut, dann etwas sehr, sehr Schönes im Netz. Die Future Zone, die dem Kurier gehört, hat ihre neuen Büroräume in Heiligenstadt. Okay, ich bin jetzt gerade entsetzt, weil es ganz viele Fußballfans kommen. Ich glaube, wir trollen uns. Stoppst du? Was ist neu? Ich glaube, wir können das hier weiterlaufen lassen, oder? Okay, ja. Das ist ja nicht so schlimm. Wahrscheinlich ist das Match gerade aus. Sorry. Dann spazieren wir weiter. Ja. Wir können da die Treppe runter, oder? Das wird weniger sein. Kommen wir da direkt zum nächsten Hof raus? Ja, das ist nicht mehr schön. Das ist nicht mehr schön. Ach, das schaut auch gut aus. Aber wir können uns runterstellen, da ist vielleicht weniger Hagel. Ha? Schon ja, und was? Der Woche wird dieser Krähe. Dabei haben wir jede Woche die Dinge. Okay, ja. Jede Woche ein neues Störgeräusch. Okay, tun wir weiter. So, worüber habe ich mich ausgelassen gerade? Das letzte war, glaube ich, das Microsoft Office-Thema. Da war es schon ein Thema weiter. Genau. Ja, die Future Zone-Redaktion hat schöne große Büroräume in der Nähe der Heiligenstädter Lände beim Kurier. Und sie haben einen Test gemacht über Nerfguns. Das sind so kleine Luftdruckpistolenmäßige Sachen, die so Schaumgummi-Stöpsel verschießen, die man halt braucht, um im Büro Dampf abzulassen. Und darüber haben sie einen sehr schönen YouTube-Video gemacht, wo sie sich halt im Großraumbüro herumbetteln gegenseitig und in Deckung gehen. Und Wir machen einen YouTube. Ja. Okay. Und mir hat das sehr gefallen. Hab das gedacht, ja, nett. Kann man ja mal verlinken. War auch, muss ich sagen, das erste Mal, dass ich ein Großraumbüro sympathisch gefunden habe. Weil es ja sonst so das Sinnbild vom Cubicle-Terror und ja. Also auf in den Shownotes schauen, wird verlinkt. Okay, und ich habe immer noch mehr Meldungen. Wasser. Okay.
Linux Torvald hat in einem Interview gesagt, dass nicht jeder programmieren lernen soll. Das bloß nicht. Und zwar ist das ein bisschen aus dem Zusammenhang herausgerissen. Wie oft bei Linus Torvalds Meldungen. Genau, ja. Und zwar hat er einer Online-Zeitschrift ein Interview gegeben. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Und eine Frage war halt, was er von diesem Trend hält, der jetzt derzeit Mode ist, also bei Code.org und so, dass jeder sollte programmieren lernen oder jedes Kind sollte coden lernen. Mhm. Und er hat gemeint, das ist halt eine spezialisierte Tätigkeit und es muss nicht unbedingt jeder machen, sondern sollen so de facto nur die machen, die... denen das auch wirklich freut, und deshalb glaubt er nicht, dass das gut ist, dass jeder programmieren lernen muss, aber was er sagt, er findet, jeder sollte die Gelegenheit haben, damit in Berührung zu kommen, richtig, ja, so wie Musik circa, damit du halt rauskriegst, ob das etwas ist, was dir gefällt, weil viele können sich das vielleicht nicht vorstellen, dass das dann etwas ist, was kann sie gerne machen eigentlich wollen. Eigentlich so anschließend, ja. Dieser, das klingt vernünftig. Also er hat eigentlich urvernünftig geantwortet, aber man kann es natürlich groß, ja, ja. groß falsch aus dem Zusammenhang reißen, wenn man will. Wenn man mehr Klicks braucht. Lieber. Wenn man mehr Klicks braucht. 7 Dinge, die Torvald tatsächlich gedacht hat, aber ganz anders gemeint hat, aber die ich jetzt reißerisch zusammenfasse. Falsch abgeschnitten habe. Genau. Okay, und dann steht da was von einem Herrn Gregor Bridun. Gesehen, Surviving the Game. Ja, das kann ich schnell abhandeln. Hat mir gut gefallen. Ein Film, den ich schon gesehen habe, habe ich jetzt nochmal angeschaut, um zu sehen, wie er gealtert ist, aus dem Jahr 1994, Surviving the Game, in den Hauptrollen. Wie könnte es anders sein? Ich als alter Fan, Rutger Hauer natürlich, als Bösewicht. Und auf der guten Seite der Ice-T, der ist ein schwarze US-amerikanische Rapper. Und was ist das Thema? Das ist ein bekanntes, man könnte sagen, es ist schon fast ein eigenes Genre, es geht um Menschenjagd. Ice-T ist ein Obdachloser, wird eines Tages, bekommt einen Auftrag von einem reichen Mann, das ist der Rutger Hauer, der sagt, hier, so viel Geld und Sie müssen nur uns zur Jagd begleiten. Das wird ein netter Jagdausflug. Und das war es dann auch, bis er eines Morgens dann halt diese Jagdgruppe schon im Vorhinein wahrscheinlich beschlossen hat, auf Jagd auf den Ice-T zu gehen. Und der Rutger Hauer zusammen mit seinen privilegierten reichen Freunden in der Jagdhütte begibt sich dann auf die Jagd nach dem Ice-T. Also reiche weiße Männer jagen einen schwarzen Mann. Richtig, genau, das ist das Grundsetting. Und man hat ja schon, der John Woo hat ja schon mal so eine Art Remake von dem Thema gemacht mit dem Van Damme in der Hauptrolle. Ja, das kann Art mich erinnern. Targets, ja, ja. Hat das geheißen. Und so immer wieder, New Orleans oder so. Richtig, ich bin rein abgewandelt davon, habe noch Battle Royale und Hunger Games, wenn man so ein bisschen in die Richtung denkt, wo sich Leute halt mit einem Regelwerk auseinandersetzen müssen und sich gegenseitig bekriegen. Aber eigentlich ist es schon ein bisschen was anderes, weil hier geht es halt wirklich eine Gruppe von Menschen, die viel besser ausgerüstet ist, geht auf die Jagd nach dem Ice-T. Und man muss sagen, der Film ist gut gealtert, weil ich habe ihn sehr trashig in Erinnerung und er ist auch nicht teuer produziert. Der Regisseur habe ich noch gelesen, der ist auch nicht unbekannt, der macht nämlich jetzt die Walking Dead Serie als Regisseur, also der macht auch keine unbekannten Geschichten. Und das war sozusagen ein Frühwerk? Das war ein Frühwerk. Und du findest, das hat schon, zeigt schon, was in ihm steckt? Schon eigentlich. Ist es ein trashiger Block und es steckt nicht viel Kohle drinnen. Rutger Hauer spielt halt für jedes Mal schon großartig und es ist halt noch so ein bisschen eine Tradition der 80er oder so. Es ist halt diese Gruppe von Menschen und von jedem wird aber die Geschichte erzählt, warum sie eigentlich diesen Psychoknacks haben, da auf Menschenjagd zu gehen und so. Obwohl es ihnen das finanziell richtig gut geht. Und es ist irgendwie so, es gibt zwar schon diese Jagd, aber die ist jetzt auch nicht allzu reißerisch und brutal. Schon kommen Leute irgendwie zu Schaden, aber es ist einfach gut erzählt und die Leute, die mitmachen, sind gut. Und das, wenn man es Gruppe anschaut, dann hat man zumindest, auch wenn man es dann nicht als guten Film wahrnehmen kann, ein paar gute Lacher irgendwie auch auf seiner Seite. Obwohl das jetzt nicht auf lustig gemacht ist. Das ist nicht auf lustig gemacht. Ja. Es hat aber schon einen sehr, also was man schon sagen kann, einen sehr einen gewöhnungsbedürftigen 80er Jahre angehauchten Soundtrack. Also es kommt sehr viel Klarinette und teilweise so abstruse Dinge vor. Okay, ja, aber du kannst das immer noch empfehlen. Ich würde sagen, einer der Filme, die mich überrascht haben, wie gut mir eigentlich gefallen hat, ich habe den viel schlechter. Gut gereift. Ja, gut gereift. Ich muss auch sagen, das kommt ja auch immer wieder bei Science-Fiction-Stories vor, wenn du Asimov oder so liest, also das ist auch für Kurzgeschichten ist das, glaube ich, ein sehr populäres Thema, so irgendwelche Menschenjagd-Szenarios. Ja. So halt entweder das Ganze, gab es da nicht auch einen Film mit Schwarzenegger, Running Man? Running Man, genau, natürlich. Genau, von Bachmann. Der war auch gut. So viel dazu, dass ich eine Tür zumache und dadurch verschont bleibe. Wir können weiter runtergehen. Wir laufen noch weiter weg, deutsche Fußballfans und Feierlaune. Na, ich würde sagen, so langsam oder so kommen wir vielleicht eh zu einem Ende, oder? Ja. Ich habe noch ein bisschen was. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. So, geschaut, Ricky und Morty, das hast du schon. Genau.
Ich habe noch zwei Sachen. Eins ist ein Nachtrag. Ich habe letzte Woche erzählt von diesem Businessman, der gesagt hat, wie man Startups fehlt. Und der hat etwas gesagt, was mir sehr imponiert hat, was ich aber letztes Mal vergessen habe zu erzählen, nämlich die Rolle von Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter im Zusammenhang mit Startups. Okay. Und da hat er gesagt, dass also Kickstarter und vergleichbare Plattformen sind Verkaufsplattformen, aber nicht Crowdfunding-Plattformen. Also das ist sozusagen ein Marketing-Tool, wenn du etwas verkaufen willst. Aber es nutzt da nichts, dass du jetzt eine Idee hast und Geld suchst, was für mich nicht so klar war. Mhm. Also diese Unterscheidung einfach der Mechaniken. Also man könnte zwar wahrscheinlich theoretisch sich auch ein Hirngespinst finden lassen, aber so wie es de facto läuft, gehst du dorthin, weil du schon etwas hast, was du verkaufen willst und verkaufst es dort. Ja, ich bin noch gespannt, wie sich es weiterentwickelt oder so. Also dadurch, dass es durchaus jetzt so kommerzielle Erfolgsstories gegeben hat, aber auch natürlich negative Erfahrungen. Mhm. Ja, ich bin weiter positiv gestimmt bei diesen ganzen Kickstarter-Geschichten. Ja, so, aber ich tue ja auch brav mitfunden. Aber mir war nicht bewusst, dass das sozusagen eigentlich ein Marketing-Tool ist für Sachen, die du schon hast. Mhm. Also dein erstes Prä-Schaufenster sozusagen. Ja. Und sonst kann ich noch ein bisschen was ganz taufrisch erzählen aus zweiter Hand eigentlich. Ich habe Kontakt gehabt mit jemandem, der Stallman gehostet hat. Okay. Und? Ja, ich habe natürlich gefragt, ja, und wie ist der Stallman so, wenn du ihn bei dir im Wohnzimmer beherbergst? Mhm. Und er hat gesagt, ja, ganz leiwand. Aber er ist halt wirklich ein super Nerd, also wenn er computert er und kriegt sonst nichts mit und er ist relativ autistisch auch eigentlich und er hat halt so ein paar Beispiele erzählt, also der Mann, der ihn gehostet hat, hat zwei Kinder und dann hat der Bub, also der Stallman schlief im Zimmer von dem einen Bub und der hat halt gefragt, ja, darf ich mein Spielzeug suchen und der Stallman hat gesagt, ja, also er computert, ihm ist das völlig wurscht, was das Kind um ihn herum macht und dann eine Tochter, die hat so gekrabbelt und ihm so halt versucht, auf den Schoß raufzukrabbeln von unten und er hat gemeint, der Stallman hat es wahrscheinlich nicht einmal checkt, er hat computert, nicht einmal gemerkt, dass da ein Kind an ihm rum. Und sonst hat er gesagt, ja, also die haben sich vorher nicht gekannt, also der Host hat gesagt, ja, er kann den beherbergen, zwei Tage oder was und das Stallman, also wir haben vorher keinen Kontakt, nur per E-Mail und der Stallman kommt und sagt, ja, hallo und passt und er hat gesagt sozusagen, weil er das ja recht oft macht, also er tut viel lieber bei Leuten wohnen als in einem Hotel, sagt er, bitte versucht nicht rauszukriegen, was ich gerade brauche oder mir wünsche, ich kann mich selber äußern und es ist halt so, er führt sich wirklich auf wie zu Hause. Also er geht nackt aus in die Dusche oder so. Ja, das ist das, was man genauso hat. Trimpet Love hat ja auch, glaube ich, einiges, hat sie auch irgendwie so Geschichten halt. Ja, aber Anekdoten, glaube ich, über den Richard Stallman mangelt es nicht. Und er geht halt zum Kühlschrank, holt sich da was aus und er hat dann auch gemeint, er hat ja eigentlich sozusagen, dadurch, dass er das halt so konsequent macht, seine da jetzt nicht irgendwie sozial gefällig sein, hat er eigentlich auch mehr davon, bei einer Familie zu sein, als in einem Hotel, weil er kann dann sozusagen auf die den Gastgeber ja auch ein bisschen als Sekretär verwenden, wenn der halt mitspielt, sagt, ja, kannst du mir den anrufen oder kannst du das und das machen. So und sonst, was macht Stallman Freude? Also essen gehen natürlich. Und da hat er gemeint, was er gern tut, ist in kleine Geschäfte gehen und dann so schauen, so irgendwelche Sachen, die er nicht kennt, kaufen. Mhm. Und eines war irgendwie Tütensuppen und das hat ihm dann nicht geschmeckt, aber was anderes war ein Ledger oder so. Und das hat ihm dann halt getaugt und dann hat er gefragt, kannst du mir ein Packerl davon nach Amerika schicken? Und er hat auch gemeint, also Stallman ist auch insofern sozial, er hat dann eine E-Mail gekriegt, thanks for hosting me. Und das war schon sozusagen eine große emotionale Äußerung. Sehr gut. Ja, und als Stallman Anekdote. Na dann, würde ich sagen, schön war's und bis zur nächsten Woche. Ja. Wir haben's beisammen. Okay. Tschüss. Bis dann. Soll ich es in Englisch sagen oder auf Deutsch? Deutsch wäre besser. Du bist ein fauler Sack. Was ich übersetzt, ja. Ja, also. Spezialangebot für unsere Podcast-Hörer. Okay. Hier dieses Interview auf Deutsch. Ja, Marlene, was in London passiert ist. Ja. Marlene, du bist Couchsurferin seit 4 Jahren? Seit 4 Jahren, ja. Also ich habe es in erster Linie in London benutzt, mich in London gearbeitet habe, habe einen Couchsurfer eben getroffen, jede Woche, weil da war dieses wöchentliche Meeting und ich habe eben auch Couchsurfer kontaktiert. Ja.
Das wöchentliche Meeting war recht umfangreich. Also bevor du gecouchsurft oder gecouchhostet hast, bist du auf so ein Meeting gegangen? Ganz genau, weil es war einfach recht nett, auch Leute so kennenzulernen. In London gab es einfach viel mehr Veranstaltungen. Ja. London ist immer eine größere Stadt. Und die haben auch tägliche Couchsurfing-Meetings? Oder? Die haben einmal in der Woche Couchsurfing-Meetings gehabt, okay. Ganz genau. Also das war viel mehr Leute, ich würde sagen 150 Leute mindestens. Ja. Und da waren eben Leute von allen möglichen Ländern, eben Lateinamerika, Engländer oder Österreich, Finnland, Schweden. Und es war einfach sehr nett irgendwo, weil man hat immer die gleichen Leute immer und wieder getroffen, jede Woche. Okay. Also man hat einfach so eine gewisse, ganz genau. Was auch noch sehr wert war, war an Leicester Square. Da haben wir uns jede Woche getroffen zum Tanzen. Das war mit Couchsurfing. Genau. Antonio hat das organisiert gehabt. Und da haben sich immer Leute getroffen zum Tanzen. Und da ich ein sehr leidenschaftlicher Tänzer bin, habe ich da mitgemacht und da wurde ich immer in erster Linie eingeladen, weil ich immer die anderen Leute motiviert habe, auch zum Tanzen. Okay, also hast du auch gleich eine Tanzgruppe. Ja, ganz genau. Und zu diesem Zeitpunkt hast du noch nicht selber gecouchsurft oder gehostet? Ja, also ich habe Couchsurfing, bin ich ein paar Mal, habe ich ihn in Angriff genommen und bin über Nacht geblieben. Das war aber ganz am Anfang, wie ich ihm dort eben erst Jobs gesucht habe. Aber meine Erfahrung ist generell sehr gut. Also London ist wirklich ein Pflaster, wo Couchsurfing eben sehr blüht. Und, weil auch die Preise hoch sind, schätze ich. Die Mietpreise sind ungemein hoch und das hat mir eigentlich geholfen, dort Fuß zu fassen und einen Job zu finden. Also du hast erst einmal als Gast sozusagen... Ich war als Gast, genau. Und da habe ich mich eben bewerben können und habe dann eben einen Job dadurch gefunden, konnte mir selber was mieten. Aber London ist eine der europäischen Städte, wo die höchsten Mietpreise überhaupt sind. Ja. Und hast du, also abgesehen davon, dass du jetzt sozusagen schlafen konntest, wo hast du auch nützliche Kontakte gekriegt durchs Couchsurfen? Also haben dir die Leute irgendwelche guten Tipps gegeben oder hast du sozusagen deinen Einstieg beschleunigen können in das Land? Nein, also es hat mir geholfen, dort über Nacht zu bleiben, aber die Kontakte habe ich eben persönlich geknüpft. Das hat mir jetzt der Punkt Jobsuche nicht so sehr geholfen, wenn man das so sagen kann, ja. Aber für das Sozialleben sozusagen war es gut? Für Sozialleben war es recht gut, ja. Und hast du selber auch gehostet? Ehrlich gesagt nicht, weil es war ein bisschen schwierig in London, weil es nicht jeder einverstanden war, dass du einfach jemanden über Nacht bleiben lassen konntest. Also das waren die meisten Mietverträge, war das einfach nicht inkludiert, dass du jemanden über Nacht bleibst. Das war nicht möglich. Du warst jetzt eher Couchsurfing-Gast sozusagen. Das war ganz am Anfang vor 4 Jahren und dann habe ich mich einfach jede Woche getroffen, weil es einfach sehr nett war und weil Couchsurfing bei diesen ganzen Events nicht viel mehr Leute waren, wie in der großen Stadt in London, waren halt wirklich mindestens 100 Leute jedes Mal. Also du benutzt sozusagen Couchsurfing hauptsächlich wegen dem sozialen Treffen? Und ja, ich mag es sehr gerne. Wie gesagt, ich spreche 3 Sprachen und für mich ist es einfach so schön. Ich kann mich mühelos eben, es ist ziemlich egal, ob ich mich jetzt in Spanisch, in Deutsch oder in Englisch unterhalte. Also weil du kannst auch deine Sprachen sozusagen... Ganz genau, weil ich einfach... Ganz genau. Okay. Kannst du also jetzt als Frau kannst du Couchsurfen empfehlen oder hast du da irgendwie seltsame... Ich hatte überhaupt gar keine seltsamen Erlebnisse gehabt. Ich weiß es nicht. Mir ist jetzt gesagt worden, in Österreich oder in Italien sind nicht so gute Erlebnisse. In England jedenfalls war es sehr, sehr gut. Es war sehr respektvoll. Ja. Und die Leute wissen auch, dass es in London eben sehr schwierig ist, etwas zu mieten. Okay. Da wird damit einfach anders umgegangen. Aber ganz genau. Weil man sollte halt immer auch die Referenzen von den Leuten lesen und man sollte auch schauen, wenn man jemanden kontaktiert, wie reagiert er zurück. Man kann auch ein bisschen was am Profil sehen. Wie man jemanden einschätzen kann. Und wenn du Gast bist, bringst du dann ein Geschenk mit? Oder auf jeden Fall, weil man sollte es nicht selbstverständlich nehmen, dass man da einfach nur über Nacht bleibt. Was tust du da üblicherweise schenken? Oder hast du da das kommt auf die persönlichen Vorlieben an von den Menschen. Also wenn du das Gefühl hast, du bringst ihm Schokolade mit und du zahlst halt deine Sachen einfach selber, weißt du, und du machst deine Einkäufe selber, dann ist das das Beste. Und es gibt auch eine gewisse Unabhängigkeit, dass du nicht auf jemand anderen angewiesen bist, sondern dass du einfach zeigst, ich schätze das, dass ich jetzt da über Nacht bleibe, aber ich bringe mir und organisiere mein eigenes Leben selber. Okay, aber du hast prinzipiell positive Erfahrungen. Ich hatte noch nie eine negative Erfahrung, aber ich hatte sie ausschließlich in London, sage ich mal ganz ehrlich. Und jetzt bist du sozusagen in Wien auf dem Couchsurfing-Treffen? Das ist mein allererstes Couchsurfing-Treffen in Wien und mal schauen, wie es kommt. Ich weiß es nicht, aber da brauche ich nicht Couchsurfen, da bin ich bei meiner Family, Und hast du überlegt, ob du in Wien hosten möchtest? Oder? Hier habe ich eben wirklich die Möglichkeit, auch in Wien zu hosten, weil ich meinen eigenen Platz habe und weil ich mein eigenes...
Propiedad habe, das heißt einfach, ich habe mein eigenes Eigentum, das heißt, ich habe ein eigenes Haus, ich könnte mehrere Leute hosten, ja. Hast du es aber bis jetzt noch? Also nein, weil ich mich einfach auch erst einlebe und ich bin erst vor 2 Wochen gekommen. Also alles klar. Na gut, danke schön. Bitte. Okay, Interview with Miss Vega, Journalist from Jakarta, traveling in Couchsurfing in Vienna. Is that correct? This time I'm not traveling in Vienna. I'm doing a research in Vienna, in Universitat of Vienne. It's a collaborative project with my university in Italy. Right now I'm doing my master in Italy. Okay. So this research in Vienna is for 2 months, and I'm in the end of my research. So you're in a work-related stay in Vienna at the moment? Yeah, no. Sorry. So not here for fun, only could you tell me what was the first time you heard about couchsurfing? I heard it in 2007. Mm-hmm. Actually, I joined first with hospitality club. Yeah, it's another community site like couchsurfing for traveling, and then you can share your cute culture and also your place. Okay. But I only use hospitality club once. Yeah. And then my sister told me there is another site like hospitality club, which is named couchsurfing. Okay. So I start to use it. Okay. Yeah. And at this time, you was living alone? In Jakarta, I live with my family, with my parents and 2 siblings. Okay. Yeah. And you was first interested in hosting or in being a guest yourself? My first experience was surf in Athens, Greece. In Europe, Athens, but I use hospitality club. Okay. With this experience, mm-hmm. And when I back to my country, I heard about couchsurfing and I made the profile. Mm-hmm. I sign up on and create my own profile, and then there is another people from Europe, a traveler who wants to come to Jakarta, and I feel very. It was my pleasure to being hosted in Athens, and to be guest in Athens, and so you wanted to give back. Yeah, I want to give back from through. So your first experience with travel club or with hospitality club was very good. Yeah, it was very good. It was very good. So mm-hmm. yeah, and then I have to explain to my parents because Indonesia is not so easy to invite foreigners. Yeah. To our house, because our culture is not so open like in Europe. We are so Eastern culture, and that time is not so famous about couchsurfing, mm-hmm. because couchsurfing is new at that time. Okay. It's I think three years old. Okay. It's just three years after they mm-hmm. create the couchsurfing. So I have to explain to my mom, especially mm-hmm. that I have to tell her that. I was very helped in Athens. And so you say it now. I want to give back. Yeah, I want to give back. And so first, she quite afraid because this is foreigners, and we didn't know this person. How could we invite a foreigner? And how would what the neighbor will think and will say about. But if you understand you correctly, so if you in Indonesia want to host something for couchsurfing, someone for couchsurfing, you practically make it a family affair. So the Wool family have to agree, and the Wool family is hosting, not you alone. Yeah, not only my. And you cannot say, I let someone sleep in my room. We cannot like that. And also, in the beginning of my experience of the couchsurfing, my mother have to talk with the chief of the community in our neighbor. There is one chief who responsible for the neighbor, and she has to tell this from the chief. Like from the city or from the government? No, only for the small area, the district, for the one street. Yeah, yeah. Yeah. And she has to tell this chief that there will be a guest in our house, and she's not Indonesian, and she's my friend, and
she will stay for 2 days or 3 days, because in Indonesia there is a regulation for the guests who will stay in your place in 24 hours, you have to report it to the chief, even though it's not the foreigners, even though it's your relative or family, you have to report. To report. So my mother always is often to tell the so you chief. Had a lot of bureaucratic, let's say, and official efforts just to host, and you still did it. So you and you know the people you were hosting. Like, you know them before. No, we just met first in Jakarta, but after that we still keep on contact and we become friends. Like I met a couple. I host a couple from Austria in Indonesia 2 years ago. Yep. And then when I'm here in Austria, I met them also and we still And so for you it was a positive experience. It's really a positive experience. Okay. What did your family say after the first visit? For the first visit, my mom so relieved because the customer that we host, he has a good manner, he is very polite, and we had fun with him. So yeah, and my parents, they don't speak English very well. Okay. My father know English, but he's very shy, so he tries to learn English the interaction with my guests. Okay. Yeah. And these guests were a couple, you said? Many. Not all. Not only the couple. And since then, you hosted several times in Jakarta? I host some of people from and around it was the always world. Okay. It was always okay. Yeah, so far the experience always positive. And you hosted mostly foreigners? Or you hosted also Indonesian people? I host one Indonesian from other islands. Okay. Yeah, because he needs to find something. Yeah. He needs a business. Yeah. He has a business in Jakarta, so yeah. But for Indonesian people to couch surf from one island to another is not very common, or is it starting to be popular? Yeah, it's starting to be popular. It's starting to be popular. Yeah. Okay. Yeah. So it's not only like here experts. Not like this. Yeah. Okay. And how was your experience as couch surfing yourself? You did at any time write a couch surfing request? Or you always surfed with people you already know from before? No, I also met a request in India. I traveled in India with my sister and I sent some requests in city in India. And then they accept our requests. Mm-hmm. Mm-hmm. And we had also a good experience because people said that it's quite dangerous for female to travel in India, and especially to do a court server to serve a court in India, because it's quite dangerous there. Okay. But so far, our experience, it was good. Can you recommend couch surfing generally for people your age, as for young people? I thought about couch surfing to some of my college in office. In my previous office in Jakarta. In Jakarta. Yeah, yes. In Jakarta, and so since then, first before they didn't know about it, and I start to talk about couch surfing and this experience, because sometimes when I have a guest, I have to work, and I bring them to my office, and then they talk with my boss, and then to my colleagues in office. So you invite your guests to your home, to your family, and to your workplace. Yeah, sometimes they just don't want to go by themselves in Jakarta and said, okay, I will come to your to your office because I have to work. Okay, if you don't mind, so just come with me. Yeah, so I can. Yeah, we came together to my office, and then I explained to my boss, this is my friends from couchsurfing, etc. And then one of my colleagues start to join the couchsurfing, and now she's quite active also. So you spread it. Yeah, because this is great. This is great community. I like it very much. It's not only about you ask for the free bed, but you can talk with the
people mm-hmm. with different culture. Mm-hmm. And personally, I also practice my English from the people who came to my okay. house because they speak better English than me, and mm-hmm. I was very, very bad, and now I'm not. So it's like having a free English lesson. Yeah. Yeah, but yeah, it's. So you also benefit from hosting. Yeah. Mm-hmm. And are you regular on couchsurfing social meetings like this one in Vienna? So where? In Vienna. Yeah, I stay. I have been in. Yeah, in Vienna, I already been in 2 months, I think. Mm-hmm. And in my free times after in university, yeah. I like to join with the group, but mostly yep. I join with the English table every Friday okay. because I try to join the German practice yeah. To learn German, but it's quite difficult for you me. You must talk with him, the guy with the... He's also learning German. So I'm more comfortable to to attend the English table conversation because it's more easy for me. But your aim to connect with German native speakers to improve your German? I would like to. Okay, you can know Deutsch. But I okay. only know small okay. German. Okay. So, yeah. But you as a foreign worker or student in a foreign country, you can recommend couchsurfing. Also, even if you don't host or be guest, you can recommend the social meetings yeah. just to practice your language and meet yeah. people. Yeah, like in Italy, I stay in Italy for my yep. master in a village in Calabria, mm-hmm. and I always try to ask the couchsurfer in Calabria, the native. Mm-hmm. in Calabria to have a meeting, but it's quite difficult there to create meeting. They are not so active. There are some in Calabria, especially Calabria. Okay, in the south, and especially in my city. There okay. are, I saw there are some a member, not some. It's more, yeah. it's about 100 members yeah. of couchsurfer, okay. of couchsurfing, sorry, but they are not so active. So uh-huh. it's quite difficult for me to attend meeting like here in okay. Vienna. In Vienna, every day there is several okay. various meeting, but okay. there are no. So you enjoy that there's every day offered to yeah. Yeah. that you can go and talk yeah. to somebody. Yeah, yeah, especially for me who are foreign, mm-hmm. who is a yeah. foreigner. Okay, yeah. yeah, I don't have enough friends to to hang out in the yeah. evening after in university. So it's basically an instant friend group yeah. or instant peer group. Yeah, social yeah. group. Okay, I see. Yeah, and yeah. Okay. Yeah, that's cool. Well, thanks a lot. Ah, bitte. Dankeschön.